Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Discord Python Bot Programmierung. Und viele in den Kommentaren haben sich gewünscht, dieses Mal machen wir Bannen, Kicken und wieder Anbannen. Viel Spaß! Stopp! Bevor du das Video jetzt direkt anfängst nachzuprogrammieren, schau es dir bitte bis zum Ende an. Ich habe mich leider ein paar Mal verschrieben, weswegen manche Sachen dann nicht richtig funktionieren, so wie sie funktionieren sollten. Deswegen schau es dir erstmal mal komplett an, damit du weißt, wo ich mich verschrieben habe, was ich falsch gemacht habe, damit du es direkt richtig machst und keine Fehler bei dir auftreten. So, wir legen auch gleich los. Eigentlich ist sowas ziemlich einfach, nur ein bisschen viel Schreibarbeit. Deswegen, wir gehen in unsere OnMessage. Und würde ich sagen, machen wir hier einfach mal eine neue Zeile, sodass wir auf derselben Höhe sind wie die ganzen anderen Ifs wieder. Und hier machen wir jetzt ein if-message.content.startthread. Und jetzt sagen wir zum Beispiel mal bannen. Wir wollen einen User bannen. Das ist die Frage, mach ich mal kurz Pass. Wenn wir ihn bannen wollen, dann sollten wir eventuell auch dazu berechtigt sein, weil sonst könnte ja jeder hier uns wegbannen. Deswegen machen wir hinten dran noch ein and message.autor.guild-permissions. Also wir rufen jetzt quasi die Permissions auf, die dieser User, der den Command ausführt, auf diesem Server hat. Und jetzt .ban-members. Das ist die Permission dazu. Das heißt, es kann er nur ausführen, wenn er auch die benötigten Permissions dazu hat. Jo, und jetzt ist eigentlich fast hier nur Copy and Paste. Deswegen werde ich das jetzt auch einmal machen. Wir haben einfach nur den Args wieder. Daraus fragen wir ab die Länge. Daraus holen wir uns einen Member mit diesem Namen. Und testen, ob der Member null ist. Das könnt ihr alles in der User-Info-Tutorial einmal nochmal nachgucken, wenn ihr nicht mehr genau wisst, was da genau passiert. Ich werde es jetzt einfach nur hier hochkopieren. Ihr müsstet das ja auch schon im Code drin haben. Das heißt, ihr könnt euch das auch einfach so runterkopieren. Genau. Jetzt haben wir nämlich einfach den Member mit dem Namen, den wir danach eingeben. Also wir machen Ausrufezeichen Bann und dann den Namen des Users, den wir bannen wollen. Und diese Abfrage holt uns quasi den ersten, auf den diese Beschreibung passt, also der mit diesem Namen anfängt. Ist natürlich doof, wenn die Leute dann gleich heißen auf einem Discord. Da müsst ihr dann nochmal vielleicht was Eigenes einbauen. Aber wir machen es jetzt erstmal ganz simpel und einfach, damit ihr es einfach versteht. Und ja, jetzt würde ich euch zeigen, wie man jemanden bannt. Und das geht mit waitMember.bann. Krass. Genau, jetzt machen wir noch eine kurze Ausgabe, weil das war es eigentlich schon. Er ist gebannt. Message.channel.send. Machen wir diesmal ein F-String. Da haben ja viele gesagt bei euch in den Kommentaren, ihr wollt unbedingt F-Strings sehen. Okay, jetzt machen wir ein F-String. Das ist eigentlich genau dasselbe, wie wir da hinten dran mit Format gemacht haben. Nur, dass wir einfach das, was wir hier mal reinschreiben, direkt in die Klammern schreiben und ganz vorne dran noch ein F klatschen. Das heißt, wir machen hier einfach ein F davor und schreiben hier jetzt Member. Jetzt in geschweiften Klammern. Member.name wurde gebannt. Oder einfach nur gebannt. Genau. Hier machen wir jetzt noch einen Else dahin, wenn der nicht existiert. Dann soll awaitMessage.channel.send wieder ein F-String. Kein User mit dem Namen, was haben wir eingegeben? args1 gefunden. Punkt. So. Das heißt, wenn wir jetzt jemanden bannen wollen, dann wird der gebannt, wenn wir die richtigen Permissions haben und der User gefunden wurde. Wenn er nicht gefunden wurde, kommt, dass kein User mit diesem Namen gefunden wurde. So, und das war es auch eigentlich schon für das Bannen. Das würde ich sagen, kopieren wir uns jetzt einfach einmal exakt genauso fürs Kicken. Weil das einfach exakt dasselbe ist. Wir schreiben hier Kick hin. Jetzt machen wir hier hinten statt Bann-Members Kick-Members. Als Permission und hier unten schreiben wir statt member.bun member.kick und natürlich dann auch in unserer Beschreibung, dass der Spieler nicht gebannt wurde, sondern gekickt wurde. Jo, das war auch schon der Kick-Command. An sich genau dasselbe wie der Bann-Command, nur eben so rum. So, und jetzt kommt ein kleines bisschen was Trickigeres. Jetzt machen wir den Unban-Command.
da müssen wir darauf achten, dass der User ja gar nicht mehr auf unserem Discord drauf ist. Das heißt, wir können nicht einfach so mit einem Member arbeiten. Aber wir können uns zumindest mal die ersten paar Zeilen wieder kopieren, die ersten drei. So, und jetzt schreiben wir eine neue Abfrage. Und zwar machen wir jetzt User, Doppelpunkt User. User müsst ihr dann, ups, hier import das Name von Discord.user einfach importieren. Ich mache dir ist gleich Discord.utils.find Lambda. Machen wir U für User. Beziehungsweise wir machen Bun-Entry, weil es ist eigentlich ein Bun-Entry, was wir zurückbekommen. Machen wir auch wieder args 1 in bunentry.user.name. Und das Ganze machen wir über message.guild.bun. Und das hier hinten müssen wir aber noch awaiten, weil das, diese Funktion, das ist quasi eine Funktion, die uns erstmal aufruft, wer denn alles gerade gebannt ist. Genau, und um jetzt wieder den User zu bekommen, den wir rausgefunden haben, machen wir hinten dran nochmal Punkt User. Das ist dem jetzt zu lang, deswegen tue ich das hier einfach mal in die nächste Zeile. Genau. Was bemeckert er da jetzt? Wahrscheinlich wieder Rechtschreibung. Ja, das ist uns egal. So, das heißt, wir haben jetzt einen User. Jetzt testen wir, ob dieser User existiert, ob ein User gefunden wurde. Und machen hier await message.guild.unban. Und jetzt den User. Da müssen wir jetzt eben von der Guild ausgehen, weil der User ja nicht mehr auf der Guild ist und dementsprechend auch kein Member mehr ist. Machen wir hier wieder eine Nachricht. Die können wir uns wieder kopieren. Member. Na, das ist jetzt User. Und zwar User.name. Endband. Und den else können wir uns einfach wieder kopieren. Wurde kein User gefunden. So, das war super easy. Ich habe mich verschrieben. Guild Permissions müsste das heißen. Dann tun wir das einmal austauschen. Entschuldigung. Tun wir nochmal neu starten. Genau. Und wenn der Bot wieder da ist, machen wir nochmal einen Kick. Janis. Und bam, Member Janis wurde gekickt. Und weg ist er. Hier können wir gucken, er ist nicht mehr da. Jetzt können wir hier wieder beitreten, weil wir sind ja nur gekickt worden. So, und jetzt nervt er uns so sehr, dass wir sagen, nee, der muss jetzt gebannt werden. Deswegen machen wir Bann, Janis, weg mit dem. So, wenn wir jetzt hier wieder, also wir sehen das mal erst nicht mehr drauf. Jetzt haben wir hier noch die Einladung, wenn wir jetzt hier beitreten klicken, bam, ungültige Einladung. Kommt nicht mehr drauf. Und hier in den Server-Einstellungen, bei gebannter Spieler, bam, ist gebannt. Jetzt könnten wir ihn hier einfach entbannen, das wäre ja langweilig. Deswegen machen wir Ausrufezeichen unban, Janis. Jetzt habe ich mich schon wieder verschrieben, oder was? Oh, ja, ich hätte vielleicht da unban hinschreiben sollen. Dann sollte es auch funktionieren. Also wir gucken, er ist immer noch gebannt. Da, er ist immer noch gebannt. Jetzt machen wir nochmal unban, Janis. Also heute habe ich es nicht so. Mit dem Coding, das ist interessant. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Da können wir gleich lernen, wie man richtig so Error-Messages liest. Wir können jetzt gucken, er beschwert sich hier über das await-message.guild.bun, weil ich mich schon wieder verschrieben habe und es Buns heißen müsste. Wo ist es da? Ja, wir wollen natürlich Buns und nicht irgendjemanden bannen. Es ist, by the way, toll, dass ich das alles vorher schon geschrieben habe und neben mir habe und trotzdem falsch abschreibe, deswegen, ja. Super Tag heute. So, jetzt probieren wir es nochmal, jetzt muss es aber gehen. Und ja, User Janis entbannt und wir testen es direkt. Wenn wir hier draufklicken, bam, es geht wieder, man ist wieder drauf. Ich meine, wir sind wieder entbannt worden. Und ja, auch wenn es jetzt ein bisschen holprig war heute, weil ich nicht schreiben kann. Okay, kann ja mal passieren. Habt ihr gleich gelernt, wie man guckt, wo Fehler sind? Zumindest ein bisschen. Da werde ich vielleicht auch nochmal irgendwann jetzt ein Video drüber machen, wie man Fehler richtig erkennt und behebt. Und wenn das alles trotzdem nichts bringt, dann könnt ihr einfach hier auf dem melion.net Discord, wo ich auch gerade hier im Channel mit euch allen chille und euch rund um die Uhr helfe, könnt ihr gerne hier oben in den Coding-Support gehen und eure Fehler reinschreiben. Da wird euch dann definitiv geholfen und zwar so schnell wie möglich. Wir haben extra super viele Leute, die euch da helfen können und auch die Community ist unfassbar
unfassbar. Was da geholfen wird, ist sehr, sehr geil und es freut mich, dass wir so eine geile Community haben. Und ich hoffe, auch du bist bald dabei, kannst fleißig den anderen Leuten dabei helfen, wenn sie Probleme haben. Oder wenn du Probleme hast, selber deine Probleme da reinschreiben, dann hilft dir ganz sicher jemand. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.